Ja Leute, was geht ab? Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge unserer F1 2021 Oscar Piastri Formel 2 Karriere. Alter, das probiert mal dreimal schnell zu sagen. Wir sind in Monza im königlichen Park von Italien. Eine sehr tolle Strecke, sehr traditionell und ich hoffe, wir können heute auch wieder sehr tolle Punkte absammeln. Hier nochmal die Strecke, 5,7 Kilometer und 11 Kurven, aber das sieht gar nicht so viel aus, wenn man die Strecke mal fährt. Glaubst du, die ist wirklich in einem Schlag vorbei, Rundenzeiten um die Minute und das ist wirklich eine sehr tolle Strecke. Auch wenn ein Formel 2 ein Ticken langsam ist, fliegt man auch hier gefühlt über die Strecke. Hier mit dem roten Mercedes, der sieht heuer ein bisschen schnittig aus, abonniert gerne den Channel kostenlos und lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen oben da. Wir werden wie immer vom letzten Platz aus ins Rennen gehen und gucken, wie wir uns am besten hier qualifizieren oder wie wir am besten abschneiden können. IT-Gaming auf Instagram und auch gerne IT-JT auf TikTok, aber auch gerne auf It's-Tobi, gibt's viel neuen Stuff, wir sind fast 11k, also abonniert gerne, Links wie immer alle unten in der Bio und wir starten direkt los. Unser prima Piastri hier, auch passend dieses Wochenende Australien. Unser Start, der war grottenschlecht. Boschung ist ähnlich gestartet, aber trotzdem hat er sich noch mehr gefangen wie ich hier. Jetzt heißt es ein bisschen was in der ersten Kurve gut machen. Wo geht man da hin, wenn die Stelle richtig eng ist? Natürlich innen. Und da lassen auch viele Platz. Und wir werden hier zu dritt in die eine Kurve hier reinfahren. Das ist echt tricky. Der Arm in der Mitte. Ja, was soll ich denn machen? Ich kriege hier die Verwarnung für eine Kollision. Aber auch Armstrong und Fittipaldi waren da jetzt nicht ganz unschuldig. Wir sind da wie ein Dreiergespann in die erste Kurve reingegangen. Das war ein Ticken eng. Okay, das war jetzt sehr komisch. Aber trotzdem, es ist echt eine enge Strecke, muss man sagen. Alter. Oh mein Gott, Alter. Das ist echt gefährlich, diese Sausage Curbs hier. Also, ich weiß nicht. In Wirklichkeit sind die auch ein Ticken breiter. Ich hoffe, das wird alles ein bisschen angepasst. Ich habe jetzt schon eine ewig lange Liste an Dingen, die ich cooler finden würde und vor allem, die unbedingt geändert gehören. Also, vom Online-Modus bis zum Steuerung und auch vor allem irgendwelche Sachen, die man einbauen kann. Das würde ich echt verdammt feiern. Und ja, ich hoffe auch, dass dann endlich mal das neue Australien ins Spiel kommt. Und, oh mein Gott, aber ich hoffe, dass natürlich auch endlich mal ein neues Game kommt. Irgendwann eine Ankündigung oder so. Wir haben jetzt schon April, also sie sollten jetzt endlich mal ein Video rauswerfen, einen Trailer oder irgendwas. Es wird auch keine Story mehr geben. Das hat man schon veröffentlicht. Und irgendeinen Supercar-Modus, wo man auch mit normalen Autos fahren kann, fähre ich jetzt persönlich nicht zu bei einem Game, bei einem Headline-Game von F1 2022. Was brauche ich dann denn? Keine Ahnung, Porsche Cayman S oder so. Das weiß ich nicht, ob man das braucht. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. Vielleicht waren ja alles nur Gerüchte und Leaker und so weiter. Und wir werden hier ordentlich von Armstrong bedrängt. Aber ich glaube, ohne DRS kann er noch nicht so richtig rein. Ja, ich habe mich hier ein bisschen verschätzt. Habe das gesehen, dieser einen Lenker. Aber ich habe Lawson wieder vorbeigelassen. Der hat dieses coole Goldene auf dem Heckflügel stehen. Das fähre ich auch. Das sieht echt auch cool aus, wenn man sich das im Showroom ansieht. Ja, und auch aufgefallen, dass kein Formel 2 Auto wie ein anders aussieht. Viele verschiedene Designs auch vom gleichen Team. Unser Start war miserabel. Also nur Ralf Boschung hatte vielleicht noch einen Ticken schlechteren Start wie ich. Aber ja, auch dieser Replay-Modus, das Game ist fertig theoretisch und die Autos ruckeln vor und zurück auf der Xbox Series X Edition, also auf der ja, stärksten Konsole, die es aktuell am Markt gibt, ruckelt das Auto vor und zurück und das gehört da echt gefixt, also ich hoffe, man kann das bald ein bisschen, ja gefixt jetzt nicht mehr, aber es gehört unbedingt geändert. Sala, hier sind wir nun in der dritten Runde, noch immer noch hinter Liam Lawson. Aber auf Start und Ziel könnte es was werden. Spätestens in der ersten Kurve könnten wir hier den Angriff wagen. Grün-Lila, reicht's für die schnellste Rennrunde? Tatsächlich reicht's nicht, weil jetzt genau der scheiß Safety Car kommen muss, weil einer der ersten Kurve steht, also die dritte Kurve steht. Leider. Mann, das wäre so cool gewesen. Wir hätten uns Lawson locker geholt und vor allem hätten wir uns die schnellste Rennrunde. Ah doch, die zählt für uns. Aber trotzdem ist es blöd. Das ist echt sehr dumm gelaufen. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Man muss hier jede Chance wagen. Man muss hier richtig reingehen. Und das hatten wir jetzt leider noch nicht ganz die Chance. Fünfte Runde, also wie immer zwei Runden lang, hat der Safety Car gedauert. Jetzt geht's wieder rein. Ich habe natürlich den Restart ein bisschen verkackt. Aber Drukovic hinter mir hat anscheinend einen guten Restart. Nur zwei Zehntel, aber hier geht's anscheinend noch ein bisschen gemächlicher zu. Und wieder gelb, da steht wieder einer im Safety Car noch, hat er Start und Ziel abgestellt. Was für ein Traum. Das ist, heute geht es fast nicht mehr besser.
Das ist nicht normal hier. Enzo Fittipaldi. Ich hoffe, es gibt nicht gleich noch einen Safety Car. Das wäre natürlich sehr worst, zwei hintereinander. Aber erinnert mich auch ein bisschen an Aserbaidschan, wie da Grosjean beim Reifenaufwärmen in die Mauer geklatscht ist. Während dem Safety Car, da gab es gleich noch eine Verlängerung beim Safety Car. Auch das Brake Testing von Vettel. Das sind so Momente, die feierst du halt einfach. Halleluja. Das feiere ich nicht so, dieses Durchdrehen. Aitken jetzt vor uns und im Windschatten arbeiten und wir uns hier Richtung Lesmo ein bisschen dran. DRS ist noch nicht aktiviert. Wir sind sowieso, wir wären sogar im DRS-Fenster. Aber Fiskal hinter uns, Halleluja, der klebt uns förmlich am Heck. Ja, hier wieder ein leichter Quersteher. Ja, das Auto aus Ascari gerade rauszubekommen, ist echt sehr tricky. Und es leuchtet wieder gelb, aber ich glaube, das war noch dieser Enzo. Der Enzo Fittipaldi. Der macht hier den Verstappen letztes Jahr. Hier in Monza. Der kommt innen fett über den Körper. Der ist da gefühlt geflogen. Und er ist wieder vorbei. Aitken, unser Mann fürs Grube, der uns hier echt auf Trab hält. Also, check Aitken, du kleiner Schlingel. Aber jetzt machen wir hier zu, das Heck kommt, weil er einfach... Und wieder, Aitken vorbei. Und zack, aber jetzt, ja, dann muss ich den Innenweg nehmen. Die Sausage Cups, ähnlich wie Verstappen letztes Jahr Hamilton weit geschickt hat. Ja, er hat uns hier nicht weit geschickt, aber ich hatte einen leichten Quersteher, weil ich sowieso schon mit viel zu viel Speed in die Kurve reingegangen bin. Deswegen habe ich mir gleich gedacht, wir werden hier einfach die Kurve gleich ein bisschen cutten. Ich war ja sowieso vorbei vom Gasmus. Gucken wir uns hier nochmal den Replay an. In der ersten Runde kam dann, ja genau, hier dieses Überholmanöver, sehr schnittig. Ja, und dann dieser, ja, sehr weirde Flug, mit dem ich absolut gar nicht gerechnet habe. Man kennt es zwar auch aus der Formel 1, aber ja, das war auch hier, mussten wir mal abdecken gegen Aitken und dann, ja, oh mein Gott, Alter, wie knapp das hier aussieht. Das ist Lawson, der uns hier, keinen Platz lässt, der wollte doch gar nicht, dass wir hier irgendwie reinstechen. Ich bin auch zugegebenermaßen sehr spät an die Bremse gegangen. Aber trotzdem, ich meine, man kann da ein bisschen Vorsicht machen. Und hier dann... Ja, das war der Restart, genau, der Restart. Und den gucken wir uns später an, in der Replay. Jetzt hier aus der letzten Kurve raus. Und wir sind schon in der 9. Runde. Wir fahren so ein einsames Rennen, Leute. Alle, die hinter mir sind, waren in der Box und vor mir... kommen wir einfach nicht nach. Ja, wir haben zwar die schnellste Rennrunde, aber da fehlen 3 Sekunden. Das sind diese Fights mit Viscal, Aitken und so weiter. Dann hängst du wirklich ein paar Sekunden hinterher. Wir sind in der letzten Runde und jetzt habe ich es gerade mal geschafft, an Puccia und an Tiktum dran zu fahren, diese kleine Gruppe hier. Es ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen, weil dieses Safety Car, gerade bei einem Sprintrennen, gerade auch dann das Safety Car und so weiter, das dauert so immens lang und dann brauchst du wirklich so viel Zeit. Und das ist echt sehr dumm. Und wir machen ein doppeltes Überholmanöver gegen Tiktum. Das war wirklich auf letzter Rille gebremst. Wir haben zwar einen Rad-an-Rad-Bang gehabt, aber es war kein Flügelschaden, keine Verwarnung wegen Abkürzen und auch keine Verwarnung wegen Kollision, weil Reifen und Reifen zählen. Aber jetzt hier kommen beide, einer links, einer rechts. Ich glaube, Puget können wir abweisen und auch Tiktum, den war das zu haarig, hier nochmal reinzustechen. 2 Plätze in Ascari gut gemacht. Weiß nicht genau, also ich habe hier, es war schon sehr, sehr spannend das Rennen, aber gerade halt nur am Start und am Schluss halt, leider, also ich hätte mir da echt mehr gewünscht, dennoch feiere ich das Rennen enorm, es war wirklich ein cooles Rennen, sehr, sehr spaßig und hat wirklich, also für mich hat es einiges heute. Wir können uns nicht freuen, aber ein Red Bull freut sich, es ist nicht Tiktum, dann ist es Daru Whaler wahrscheinlich, der hier den Win holt, oder? Genau, es ist Cian. Oh, das war auch cool mit ist das Joe? Ich würde es schon sagen. Also, ja, ich freue mich auch extrem auf Australien, auch wenn die Zeiten wie immer nicht so lecker sind. Also, wir wissen natürlich, Australien von früher, früh aufstehen, das ist wie Weihnachten. Früh aufstehen und dann genießen. Aber ja, jetzt hast du halt das dritte Rennen und dann Australien. Ich weiß nicht, man sollte wieder Australien als erstes Rennen machen, aber trotzdem. Ich meine, boah, es wird echt hardcore dieses Jahr. Also, 6 Uhr früh, glaube ich, sind die FP3, 7 Uhr ist dann Rennstart und Qualifying 8 Uhr oder so. Also wird auf jeden Fall interessant. Schaut gerne vorbei auf
auf Instagram, IT-Gaming, ist wie immer, Link unten in der Bio und vor allem auch gerne auf Ilse-Tobi auf TikTok, da sind wir 11k, da gibt es wirklich vieles, auch wenn ihr das Qualifying oder das Training und so weiter verpasst habt, es kommen die Highlights am Laufe des Tages, am Wochenende. Abonniert gerne den Channel, Links wie immer in der Bio und abonniert gerne kostenlos den Channel. Schwarzmann ist auch hinter uns ins Ziel gekommen, wir führen trotzdem noch knapp die WM an, schaut gerne auf Instagram vorbei, bis zum nächsten Mal und ciao. Cause I'll only say it once. I'ma show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.